Ein Klassentreffen veranlasst mich, meine Heimatstadt Jever wieder zu besuchen, deren Name durch die Werbung ja mittlerweile als Jever verschandelt wird. Natürlich habe ich mich hier interessiert umgesehen, denn immerhin wirbt die Bürgermeisterin mit ihrem Internetauftritt für ihre schöne und historische Stadt. Ich will wissen, was sich seit meinem Wegzug Ende der 60er Jahre verändert hat und was wirklich von der historischen Altstadt geblieben ist. Die Stadttore und die Wallanlagen sind schon vor meiner Zeit verschwunden. Ich habe sie nicht mehr erlebt. Ich beginne meinen Rundgang im Hopfenzaun, wo ich geboren und auch aufgewachsen bin. Mein Elternhaus steht noch, neben ein paar anderen. Die auf der anderen Straßenseite mussten der Altstadtsanierung in den 70er Jahren weichen. Auch in der Drostenstraße stehen noch ein paar von den alten Häusern. Schade ist nur, dass das historische Drostenhaus aus dem Jahre 1756 für den Neubau der alten Wohnungen geopfert werden musste. So steht es jedenfalls im Internetauftritt der Stadt Jever. Was sich hier in der St. Annenstraße neumodisch als Quartier präsentiert, ist in meinen Augen nichts anderes, was man in anderen Städten auch beobachten kann. Ältere Häuser werden abgerissen anstatt saniert, um kapitalkräftigen Interessenten Platz zu machen. Am 1. Oktober 1959 wurde die evangelische Stadtkirche am Kirchplatz ein Raub der Flammen. Mit ihr gingen wertvolle Schätze wie die Adam-Berner-Orgel und die handgeschnitzte Kanzel in den Flammen unwiederbringlich verloren. Den Feuerwehren ist es zu verdanken, dass das angrenzende Eduard-Wieken-Denkmal erhalten blieb. Obwohl ein Wiederaufbau in alter Form sicher möglich gewesen wäre und von vielen Jeveranern favorisiert wurde, entschied man sich für den Zeitgeist. Man baute eine moderne Kirche aus Beton, mit Klinkern verkleidet, deren Fenster nicht lange hielten. Übrigens, die Erneuerung der Fenster verschlang mehr Geld als zuvor der gesamte Kirchenneubau. Die angrenzenden Fleischhallen wurden natürlich auch abgerissen. Aber wir wären nicht in Jever, wenn es nicht noch ein Kuriosum gäbe. Den Katholiken erschien ihre Kirche an der Krummellbogenstraße nun zu klein. Außerdem hatten die Evangelischen ja schließlich auch eine neue Kirche. Sie rissen ihre kurzerhand ab und haben jetzt auch eine so schöne Betonkirche. Schlimm finde ich auch, dass für den Neubau einer Sparkasse am Alten Markt das historische Hotel Schütting aus dem 18. Jahrhundert und das daneben liegende Gasthaus Weißer Schwan weichen musste. Auch der damalige Neubau aus dem Jahr 1975 ist schon wieder überholt und wird zurzeit neu errichtet. Ich meine, man hätte wenigstens die Fassade mit den Arkaden erhalten können, um das Stadtbild zu wahren. Vor dem Schloss musste das Amtshaus sowie ein Teil der Schlossgracht einem Bankenneubau weichen, der nun absolut nicht zur Eingangskulisse vom Schloss passt. Neuestes Beispiel der Altstadtverschandelung ist der Neubau vom Johann Ahlers Haus am Alten Markt, für den seinerzeit schon ein Teil der Kraft zugeschüttet wurde und der gerade mal 50 Jahre gehalten hat. Jetzt soll ein heftig umstrittener Neubau auf den ehemaligen Wallanlagen entstehen. Und dies passiert alles hinter dem Rücken von Maria. Aber ich bin sicher, das abendliche Marienläuten wird sie wohl nicht zur Rückkehr in ihre Stadt bewegen.